Hallo und willkommen bei Arbeit TV. Mein Name ist Susan Eitekin. Und wenn Christina Stürmer einen Besuch ins Wiener Madame Tussauds abstattet, sind wir natürlich Arbeit. Vor 4 Jahren wurde das Madame Tussauds im Wiener Prater der Öffentlichkeit vorgestellt. Nun ist sie um eine Wachsfigur reicher. Bei der Einweihung der 200.000 Euro sexy Marilyn Monroe erlebten wir Christel Stürmer, eine witzige und am Boden gebliebene Musikerin, die sich charmant unseren Fragen stellte. Wir sind hier bei Madame Tussauds, du warst ja die erste Figur. Was bedeutet das für dich? Für mich bedeutet das eigentlich sehr, sehr viel. Also ich als Österreicherin sozusagen dann auch im ersten Madame Tussauds Store, nenne ich es jetzt mal, einfach da als Wachsfigur verewigt zu werden, ist halt einfach schon echt fett. Und dann einfach mit dem Handabdruck, jetzt auch mit dem Walk of Fame, ist es halt, das kann schon was. Welche Wachsfiguren faszinieren dich am meisten? Am meisten fasziniert sind halt einfach die, weiß ich nicht, die Personen, die Michael Jackson zum Beispiel. Also das ist halt schon einfach eine Persönlichkeit, wo, ja, den jeder kennt. Und glaube ja, jeder Musiker schon auf eine Art und Weise anhimmelt. Du hast es geschafft, in einer Castingshow als Platz 2 so eine Grande Dame zu werden. Was bedeutet das für dich? Es ist immer so schwer zu erklären, wieso das zum Beispiel bei mir funktioniert hat und bei anderen vielleicht nicht. Das ist, war halt einfach, ich glaube, dass da so viel zusammenkommt, dass das die erste Staffel war von Starmania. Und es war sicher kein Nachteil, dass ich Zweitplatzierte war und nicht, dass ich nicht gewonnen habe. Ich habe meinen Kopf auch irgendwie durchsetzen können. Ich wollte deutschsprachige Musik machen, das haben viele zu Beginn nicht so als super geachtet, einfach weil deutschsprachige Musik ist halt out, wie man jetzt sieht und einfach wie die Jahre danach gemerkt habe, ist halt deutschsprachige Musik einfach gar nicht out. Jetzt nach 11 Jahren, dass man noch immer im Musikbusiness ist, ist halt einfach wirklich sehr, sehr schön. In der Natur relativ zurückgezogen lebst du. Wie kann man sich dein Leben vorstellen, deine Fans? Also bei mir ist das eigentlich sehr, ich bin sehr viel unterwegs. Da ist es halt ständig laut, also man ist halt ständig unter Menschen, Konzerte oder Autogrammstunden, Interviews, also es ist immer irgendwie was los und es dreht sich viel um die Person Christina Stürmer und deshalb ist es mal eben ganz, ganz wichtig, dass wenn einmal Ruhe ist und einmal nichts Mediales ist, dass dann einfach eben das Haus im Grünen und dann ist halt nur mehr Christina Stürmer privat und da muss ich ja komplett abschalten. Man muss immer sich die normale Person, die auch, weiß ich nicht, selber kocht manchmal und selber den Geschirrspüler ein- und ausräumt und Wäsche waschen das muss. Das machst und du alles? Ja, ja. Also kochen lasse ich ab und zu meinen Freunden.